Ich hoffe, es geht euch gut. Hallo, guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Geil. Ja. Wir wollten heute eigentlich in Red Dead reingehen, aber es gibt Umstände, die haben das nicht zugelassen. Deswegen machen wir das morgen hoffentlich. Ja. Ganz klar. Machen wir, machen wir. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja. Super. Samstags ins RP ist natürlich immer sehr gewagt, ne? Werden wir gleich sehen. Ansonsten spielen wir irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung. Aber nicht Red Dead RP dann, weißt du? Oder halt auch doch, keine Ahnung.
Mal gucken. Mir ist ein bisschen warm. Weil ich hier mit einer Wärmeflasche sitze, aber es geht auch nicht anders. Boris, wie geht's dir? Super. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Machen wir das so. Ich weiß nicht mehr, was gestern passiert eigentlich. Warum steht denn unser Auto nicht hier? Ich habe irgendwie alles vergessen. Hey, bei mir ist alles super. Haben wir hier nicht geparkt oder so? Oh nee. Habe ich wieder Taxi, Autobug? Bin ich in einer anderen Dimension? Oh, der Scheinwerfer ist wieder da. Schön durch die Wand gebackt. Ja, das Blöde ist nur, dass da Löcher dran sind vorne. Aber hey. Ja, scheiße, ich glaube, ich sehe keine Autos, ne? Geil. Geilo. Ich sehe keine Autos, versteht ihr das? Ich habe auch keinen Bock, jetzt mich hier neu einzuloggen. Deswegen werden wir einen Trick anwenden. Obwohl so ein Relog wahrscheinlich viel schneller wäre. Na gut, wir müssen eh mal nach Hause. Ja, wir machen das. Hat das nicht unser Fahrrad, oder? Aber das hier, oder? Jo. Geilo. Mach auf. Du bist im Auto, natürlich. So ein bisschen Speed. Bisschen mehr Speed, bitte. Geil. Wir fahren halt kurz nach Hause und dann sollen die Autos wieder dastehen, hoffentlich. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht ziehen wir auch doch was anderes an, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ich hoffe, es uns überfährt einfach jetzt hier jemand. Oh, guck mal, Trick. Scheiße. Trick. Passt auf, einen Trick kann ich wirklich. Wir brauchen eine Bank oder so. Okay, passt auf, passt auf. Okay, nein, das mache ich nicht. Okay, wait. Yo. Wie geht's dir? Guten Tag. Ganz normal.
Wunder. Ist eigentlich ein schönes Outfit, ne? Da sagst du eigentlich nichts, aber. Das ist auch so eine geile Jacke, ne? Aber die ist vielleicht ein bisschen zu wild. Oder? Eigentlich auch geil. Oh, die geht nicht auf, ne? Super. Auch nice. Hurricane-Jacke. Auch nice. Oh, die ist auch geil. Oh, dieses sexy. Haben wir keine weißen Kappen mehr? Da war die schwarze etwas cooler. Mit Anzugshose, na klar. Ja, wobei, ist auch Schwachsinn. Schwachsinn ist doch das. Ja. Mountain, wie geht's dir? Gerade Schritte gehört. Schnell raus. Okay, ich hoffe, dass wir jetzt wieder Autos an der Zentrale haben. In der Zeit zeige ich euch ein paar Tricks. Pass auf, pass auf. Oh, ich traue mich nicht. Boah, habt ihr gesehen? Ja, man könnte es jetzt aufs Wetter schieben, weißt du, aber ich weiß auch nicht. Heute habe ich auch ein bisschen Kopfschmerzen, aber heute ist doch, also ich sag's jeden Tag, aber heute ist ein ganz komischer Tag. Heute war ich irgendwie, ich bin die ganze Zeit irgendwie richtig, ja, im Arsch, so. Weiß gar nicht warum. Heute ganz komisch. Das macht es nicht besser. Das macht es nicht besser. Naja. Ich habe wieder so eine Phase, wo ich mich frage, was es so für tolle Spiele gibt. Und dann guckt man wieder Steam durch und findet nichts. Ich war. Komm.
Die Warteschlange natürlich. Ja, stimmt, ist ja erst fast 19 Uhr. Fühlt sich so spät an irgendwie. Es ist halt auch dunkel und Sonne. Ist halt auch dunkel und so. Komm, wir springen über Speedy-Auto. Leck mich marsch. Bin ich zu schnell gefahren? Guck mal, Auto ist wieder da, ist so weird. Ja, packen wir bei oben. Ne? It is weird. It is wie sie ist. Okay. So. Super. Super ist es, oh mein Gott, das ist nicht so geil. Wollte sagen, es ist überhaupt niemand da, finde ich auch geil. Ah, verstehe ich auch. Ja, verstehe ich auch. So, was machen wir jetzt? Jetzt werden wir Walter Schweiß schreiben. Ich habe eine neue Frisur, Salami. Denkst du dann? Das Taxi, Lamello. Hallöchen, ich bräuchte ein Taxi für 2 zum Lohner Market. Alles gleich, komm vorbei, bis gleich. Bis gleich. Ich habe eine neue Frisur, Salami. Denkst du dann schaffe ich. Alter. Denkst du dann schaffe ich dieses PSDM zum Leute rumfahren da? Ja, mit der neuen Frisur schaffst du das PDSM-Schein. Okay.
Wird auch gar keinen Stress geben, wenn die wirklich bei Alice Taxi sein sollte. Im Moment ist so ruhig. Ich glaube, wenn die da drin ist. Ja. Naja, ihr wisst schon. BDSM, Jean, you. Stellt euch das in ihrer Stimme vor. Ey, nee. Hier ist niemand. Ey, das muss so anstrengend sein, diesen Chart zu spielen, ne? Wie kann man denn die ganze Zeit so... Hier ist niemand. Überfröhlich sein. Ja, ich glaube, das wird auch nicht Angels Fall sein. Ich glaube, das wird sehr schwierig mit Einstellungen, das ist ganz klar. Angel wird nicht sagen, oh ja, doch, die finde ich ganz nett, so. Nee, glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Hallo. Hallo. Hey. Zum Thrift Shop bitte. Natürlich, natürlich. Was geht da denn? Hoffentlich hat der auf. I don't know. Habe ich gar nicht geguckt, fällt mir gerade ein. Ja, sollte man immer tun, nicht wahr? Yes, so sieht's aus. Ja, hat er. Geil. Was geht sonst so heute? Nicht viel, also... Mal gucken, das was das Leben so für einen bereithält, wa? Genau, genau. Ja, wie so eine Schachtel Pralinen oder so, sagt man, ne? Ist nichts drin, oder was? Nee, man weiß nie, worein man beißt. Ah. Guck mal, aber kauft jemand ein Auto für 4.000. Ich muss mal auf Toilette hier. Mach mal. Okay. Dann geh mal. Ja. Ja, dann machst du erstmal nichts, ne? Nee. Kannst du gucken zu und so. Dann kannst du gucken, wo du bleibst, richtig. Mach ich Foto, tue ich Venture. Genau, genau. Und da verkauft jemand einen Driftshop-Gutschein. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Ja, lohnt sich ja irgendwie. Das wäre es gewesen jetzt, ne? Ja. Ja. Ja, finde ich auch. Können Sie sich ja melden. Bitte was? Da könnte sie sich ja melden bei dem Herren, ne? Ja, weiß ich nicht. Verkauft ihr den so, dass das Sinn macht, oder? Ja, ich glaube. Achso, ja, $331 für ja, 200. Ja, das ergibt Sinn, ja. Eigentlich fast eine schlaue Sache, ne? Eigentlich ein gutes Geschäft, kann man sagen. Ja, durchaus. Und Sie so sind so aus Leidenschaft Taxifahrer? Ja, ja. Das. Wow! Hätte ich jetzt nicht erraten. Ne, aus Leidenschaft, ja, ja klar. Ja, cool. Also klar, ja. Ja, cool. Also ja. Warum auch nicht, ne? Nee, why not, ne? Kann man ja, mal machen, ne? Oh, schauen, was wird, ne? Ja, warum hab ich Schnupfen? Ja, müssen wir mal gucken, ne? Da bleibt nichts anderes übrig, ne? Nee, wir brauchen alle Geld. Ja. Future, das ist wohl wahr. Die hart arbeitende Bevölkerung. Immer am Existenzminimum.
die denn jetzt? Aha. Kennen Sie sich mit Schmuck aus? Mit Schmuck? Ja. Kommt ein bisschen drauf an, also. Wissen Sie, was so eine Uhr kostet oder so? Ich glaube, das kommt ganz aufs Modell drauf an, oder? Ja, aber da, wahrscheinlich. Aber da Uhren bin ich eher raus, tatsächlich. Ja. Da bin ich eher raus. Ne, es waren Lamis Freunde. Ich habe mich auch gerade gewundert, aber es waren nur Lamis Freunde. Ja, geil. Ah, die wollen überfahren werden. Perfekt, was kriegen sie? Gute Frage eigentlich. $10 oder so. Perfekt. Schön. Ey, danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Das Taxi Lamelu. Sie müssen noch ins Telefon sprechen, bitte. Ah, tut mir leid. Ja, ich bräuchte einmal ein Taxi vom MD zum Dynasty, bitte, für eine Person. Ja, alles klar, dann komme ich vorbei. Dankeschön, bis gleich. Bis gleich, ciao. Ah! Bitte halte jetzt nicht. Danke. Hey! Das Taxi Lamelu. Hola, wir brauchen ein Taxi bei die MD. Schwierig. Warum? Na, ich bin gerade auf dem Weg zum MD und vielleicht könnten sie alle zusammenfahren, aber ich weiß nicht, wie viele da jetzt ein Taxi holen. Gefühlt 5000 Leute. Oh, Walle, und sie sind alleine in die Dienst? Ja. Okay, dann probiere ich einmal bei den anderen Taxiunternehmen, ansonsten müssen wir uns halt irgendwie organisieren. Ja, geil, okay. Bis sie, adias. Bis dann, ciao. Ist doch nur einer. Einen wunderschönen guten Abend. Hi. Wo fahren wir hin? Einmal zum Dynasty, bitte. Ach ja. Was geht denn da so? Ich wollte meinen Schlüssel abholen fürs Apartment. Ich habe heute Schlüsselübergabe. Oh, was für ein Apartment? Das Little House beim Downtown. Hört sich gut an. War das. Vorgestern unten. Vertrag unterschrieben und alles und heute darf ich endlich den Schlüssel abholen, endlich aus dem Hotel raus. Ja, hört sich doch gut an, oder? Ja. Bin zwar jetzt gerade noch beim Dynasty mit dem Fahrrad umgekippt, muss ins MD ein bisschen, mir den Verband umgelegt, aber jetzt geht's wieder. Ja, hört sich eigentlich gut an. Bis aufs MD, hört sich's gut an, ja. Ja, ich mag das MD. Wieso das denn? Weiß ich auch nicht. Bin Stammkunde. Haben Sie denn eine Krankenversicherung? Ja. Ich fand das schon sehr teuer, da jetzt $90 dafür zu bezahlen. Für die Krankenversicherung? Nee, für die Behandlung. Ach so. Ja, ich bin krankenversichert. Wie teuer ist die denn? Weiß ich nicht, zahlt das nicht. Ach so, ja, noch besser. So, was bekommen Sie denn von mir? Wenn Sie irgendeinen Job haben, also manche Arbeitgeber zahlen das, ne? Ja, ich habe leider noch keinen, ich bin noch auf der Suche. Geil. Was bekomme ich? $5. $5, okay. Bitte sehr, passt dann so. Dankeschön, geil. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao. Dieses Ciao immer. Leandro, Alielu. Dieses Ciao, es kommt immer so pissig rüber. Ciao. Hau ab. Ich wollte Walter Schweiß noch schreiben. Die haben ja nicht offen, wa?
Das ist ein Überfall. Andi, wie geht's dir? Warum haben wir die Nummern nie von irgendwelchen Unternehmen? Der hatte jetzt aber auch keinen Schmuckladen offen, richtig? Richtig, Kotze. Och Mann. Immer wenn man irgendwas braucht. Immer wenn man irgendwas braucht, haben die nicht offen. Was ist denn heute? Die haben heute nicht offen. Ja, leck mich doch. Ja, leck mich doch. Wie hieß der andere nochmal? Hab ich vergessen. Oh, scheiße. Schmack. Kronjuwelen. Ach! Nicht Blessing Terror. Kronjuwelen, wann haben die denn offen? 19 Uhr, perfekt. Finde deinen Schatz. Den habe ich gefunden. Leck mich doch mal Arsch. Achso, warte mal. Wir haben eh kein Geld, oder? Ah, fuck. Na gut, mit 1000 Dollar kommst du da nicht weit. Kaka. Was machen wir denn jetzt? Wir brauchen Geld. Hallihallo. Sexy. Müssen wir irgendwas verkaufen? Ja, wir haben halt auch nichts mehr, ne? Was man hier noch verkaufen kann. Schmuck alles geklaut. Taser könnte man verkaufen, aber. Er kauft uns den ab. Kraftwerk, danke fürs Folgen. Wer würde uns einen Taser abkaufen? Walter Schweiß. Schönen guten Abend dir auch. Hallo? Er ist immer angerufen. Ich bräuchte ein Taxi beim Casa. Alles klar, bis gleich, ciao. Bis gleich, adios. Natasia, hallöchen. Ja, das, ey, das Unternehmen ohne Scheiß, also langsam denkt man ja wirklich dann drüber nach, ne? Weil gerade hat Lami ja wirklich Geldsorgen. Und jetzt so ein kleiner 80.000 da. Boah, würde schon schmecken, ne? Wäre zwar eine Woche weg, aber hey. Langsam denke ich wirklich drüber nach. Zurück. Egal, ihr wisst, ihr kennt es doch, wenn Lami kein Geld hat, wir finden immer eine Lösung. Ich habe doch schon wieder die richtige Lösung im Kopf. Passt auf, ich zeige euch, wie man das macht. Kleines Tutorial. So nicht. Scheiß. San Andreas State Police, schalten Sie den Motor ab, Schlüssel aufs Armaturenbrett und einmal rechts an die Wand des Gebäudes. Hören Sie auf, so rumzuschreien, meine Ohren, Herr Schweiß, oh wirklich, Herr Schweiß. Oh nein.
das war's mit den Faden, das war's mit dem Geld heute. Also, Herr Schweiß, was ist denn jetzt los? Ja, sie nimmt die Hände hoch, dann nutze ich doch die Chance. Ja, stimmt, warum nicht? Also, wenn Sie sich schon mal so hinstellen... Ich wollte ja einmal kooperativ sein. Dann dreht sich doch mal um. Ich wollte gerade korpulent sagen, und das ist was anderes. Sehen, was dabei, wo ich mich verletzen könnte, nee, Herr Salah. Nee. Hä? Will ich nicht? Nee, könntest du gucken. Ja, wenn das Schneidebrett noch dabei. Na gut. Ich suche jetzt mal nicht gründlich. Ja. So. Gut. Mr. Salah, können Sie sich vorstellen, warum die San Andreas State Police sich dazu... Können Sie noch ein bisschen Ausstatt gehen, danke? Warum die San Andreas State Police sich dazu entschlossen hat, Sie anzuhalten? Ja, wahrscheinlich bin ich ein bisschen zu schnell gefahren, aber ich kann das erklären. Also, jetzt ging ja auch bin, ja, bergab, Moment, ganz ne? kurz. Warten Sie kurz. So. Und, Kollege Hill? Eieiei. Also Herr Salah hat im am 29.10. eine Geschwindigkeitsübertretung, wurde er bestraft, und am 2.11., also das müsste vorgestern gewesen sein. Die am 2.11., das hat sich doch geregelt. Wie hat sich das geregelt? Da habe ich einen Supervisor gesprochen und der hat sich dann herzlich entschuldigt im Namen von dem ganzen LSPD. Es war ein großes Kino. Ich habe Recht bekommen, ich habe mein Geld zurückbekommen, alles. Weil die Officer einen Fehler gemacht haben. Was für einen Fehler haben die denn gemacht? Die haben laut Anwalt an einem Bergab die Speedcam benutzt und anscheinend darf man das nicht. Darf bergab die Speedcam nicht benutzen? Okay. Laut Anwalt, keine Ahnung, wie es wirklich ist. Na gut, aber jetzt haben sie nun mal zugegeben, dass sie zu schnell gefahren sind, korrekt? Ja, aber da ging es auch bergab, ne? Kann man sagen. Nee, das ist eigentlich schon gerade. Also wir standen ja bei der City Hall links davon, beziehungsweise bei der Richterschaft. Und da sind sie mit extrem überhöhter Geschwindigkeit an die Richterschaft Richtung hier hingefahren. Und wenn ich mich so umdrehe, geht sogar bergauf da kurz. Sehen Sie das? Geht ja, kurz ein Stück hoch. Auch. Moment, Herr Schweiß, Moment. Wenn ich es mir nochmal genauer angucken darf. Oh Gottchen, ja, gucken Sie das mal genauer an. Ja, Sie haben recht. Das nächste Mal, wenn Sie einfach was aus der Hosentasche ziehen, ohne mich vorzuwarnen, haben Sie einen Knüppel im Gesicht. Alles klar. Gut. Was würden Sie denn jetzt vorschlagen, was wir machen? Ja, so ein Fuffi würde ich bezahlen und dann mache ich das halt nicht mehr so. Echt? Dann machen Sie das nicht mehr? Ja. Kennen Sie schon die neuen Gesetze in diesem Staate? Passen Sie auf, kurze Erklärung. Es gibt jetzt das Gesetz der Wiederholungstat. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier angehalten werden und wir machen daraus eine Ordnungswidrigkeit und tragen das bei uns ein und sie fallen innerhalb der nächsten 30 Tage nochmal auf, dann dürfen wir ihnen 30% on top packen. Wenn sie nochmal auffallen, dann wiederum gibt es 50% und dann 100%. Ja, das heißt, die Strafe verdoppelt sich. Ja, das verstehe ich, aber das vom letzten Mal ist ja, das war ja nicht gültig, ne? Aber ja, das vom 29. schon. Ja, aber das war vor der Gesetzesänderung. Also da muss schon fair sein, ne? Gut. Mein Kollege Hill wird Ihnen ein Bußgeld ausstellen. Sie haben ja zugegeben, dass Sie zu schnell sind. Oder gefahren sind. Was würden Sie denn sagen, wie schnell waren Sie denn? Boah, 60, 65, ne? Hill, es liegt bei Ihnen. Ja, einen Moment. Also Sie sagen 60 bis 65. Dann sind sie ja also quasi 10 bis 15 drüber gewesen. Das wird hier, also wenn wir bei den 10 sind, dann wird es mit 0 bis 300 Dollar. Wenn wir bei den 11 sind, dann 300 bis 600 Dollar und 0 bis 30 Hafteinheiten. Herr Salah, ich habe heute einen sehr guten Tag und ich nehme die 60. Wie gesagt, ich könnte Ihnen auch deutlich mehr reindrücken, wie man so schön sagt, da nehmen wir die goldene Mitte, also 150 Dollar. Alles klärchen. Gut, können Sie das bezahlen? Ja. Das ist doch super, dann lassen wir mich... Fahren Sie denn hin, kurz. Herr Salah, was ist denn das Ziel? Casa, wenn der dann gleich noch die Fahrt haben will. Gut, ich habe hier ja dieses kleine Dingsen am Gürtel, ich würde Ihnen die 150 kurz ausstellen und Sie bitten in Zukunft ein wenig... ist grün. Super. Wolltest du mal einmal den Führerschein, den Personalausweis und den Verbandskasten? Ja,
wo sie gerade hier stehen, wollen wir vielleicht nicht noch über die Halloween-Party reden, so? Ich bin immer noch traurig. War nicht da. Nee, warum haben sie sich immer noch nicht warum ist das bei Ihnen noch nicht eingetragen mit dem Ausweis? Das ist beim Kasse eingetragen, nur der Ausweis ist halt nicht neu. Gut. Gut, das ist der erste Punkt. Zweitens, den Verbandskasten würde ich gerne noch sehen. Mhm. Der ist hoffentlich hier drin, ne? Das wäre zu hoch. Okay, wenn ich da reingucke. Rein, ja, ja, ja. Okay, ist da, alles gut. Okay. So, was wollen Sie mit der Halloween-Party? Was ist denn da? Ja, ich war so ein bisschen enttäuscht, ne? Sie haben natürlich recht mit den Mayhems und so. Die können mich mittlerweile auch am Arsch lecken. Aber. Was sagen Sie jetzt? Und übermorgen sitzen Sie wieder mit den Leuten zusammen. Ja, naja, man will ja nicht verfeindet sein. Man versucht natürlich immer erst zu reden, so, ne? Aber irgendwie, ich weiß nicht. Die haben irgendwas gegen mich. Ja, da fand ich das ein bisschen schade. Man kann doch ganz normal reden. Warum gleich von Partyauflösung sprechen und so und so aggressiv? Erkläre ich Ihnen. Schauen Sie mal. Das ist ja ein Ort gewesen, wo es ja sehr viel Konfliktpotenzial gab. Ne? Ja, Sie haben es ja mitbekommen. An dem Abend gab es ja mehrere Einsätze dort. So, wir hatten Überfälle, wir hatten Schlägereien, mehrere Beleidigungen. So, Sie sind da Hausherr Ihrer Party und Sie sind dann dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass das unterbunden wird. So, und ich hatte dann wirklich irgendwann, ja, unsere Einheiten wurden an dem Abend, glaube ich, dreimal dorthin geschickt und auch übelst bepöbelt und fertig gemacht. Auch angegriffen. So, und dann habe ich natürlich die Notwendigkeit gesehen, das aufzulösen. Deshalb bitte ich Sie in Zukunft, wenn Sie so eine Veranstaltung durchführen, das können Sie natürlich tun, sich Sicherheitspersonal zu holen, weil es auch fähig ist und sowas unterbindet. Ja? Ich war mit dem Sicherheitspersonal eigentlich zufrieden, aber. Ja, warum haben die bei der Schlägerei und so weiter nicht angegriffen? Das weiß ich nicht, ne? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Haben sie nicht eigentlich einen Kunden die ganze Zeit? Ja, mehrere. Ja, aber ich denke, jetzt ist es eh schon zu spät, so die rufen die ganze Zeit an. Ja, fahren sie doch dahin! Ja, aber erst wenn das Blaulicht aus ist. Ich habe doch gelernt. Oh. Jetzt kann ich weiterfahren, nehme ich an. Schönen Abend, Herr Salah. Schönen Abend. Ciao. Eh? Was da oben? Ist ein Helikopter, ich weiß. Na gut, dann haben wir das auch gemacht. Eigentlich wollte ich ein SMS schreiben, ob man nochmal über die Halloween-Party reden kann. Gut, weiß jetzt nicht, ob das ein klärendes Gespräch war, aber dann ist das wenigstens soweit geklärt. Ja, natürlich ist hier niemand. Natürlich nicht. Weil hätten wir das jetzt nicht klären können, hätten wir einfach einen fetten Venture-Text gemacht und ich glaube, das wäre auch nicht so toll gewesen. Okay, ich bin wieder frei. Ja, bitte? Ja, du hast angerufen. Ja, grüß dich, Lami. Hier ist der Harry. Ja, wo? Ich habe eine SMS von euch bekommen, dass meine Losnummer gewonnen hat. Ja, welche hast du denn? Die 69. Oh, das, klingt passend auf jeden Fall. Ja, ne? Na, guck ich mal. Salah? Ja? Ich telefoniere, ich weiß. Was ist denn jetzt los? Bleiben Sie mal eben stehen, bitte. Ich muss kurz auflegen, ich melde mich wieder. Ja, alles klar. Das war's schon, können weiterfahren. Taxi Lamello. Hallo, reden und alles. Hallo, hier ist der Herr Bennett. Yeah. Ich bräuchte ein Taxi bei der Bushaltestelle bei Casa. Alles klar, da bin ich doch gerade, weißt du? Ja, yeah. Dann bis gleich. Jo.
Hallo. Hallöchen. Ja, ich war jetzt eine Stunde in der Polizeikontrolle. Ne? Jetzt habe ich alles verpasst hier. Ganz stressig. Ich kann mir vorstellen, die Polizeikontrollen. Ja. Wo fahren wir hin? Einmal ist doch deines Team, bitte. Natürlich. Ich kenne das mit den Kontrollen schon. Wurde bis jetzt zweimal kontrolliert. Oh. Ich bestimmt schon 200 Mal. Das eine Mal mit dem Fahrrad und das eine Mal zu Fuß. Wie mit dem Fahrrad und zu Fuß? Das eine Mal, da bin ich einfach über die Straße gefahren aus Dummheit mit dem Fahrrad und dann sind die mir direkt hinterher gefahren mit Blaulicht, die Polizisten. Wild. Ja, und das eine Mal wurde es angehalten, auf einmal aus dem Nix, weil wahrscheinlich irgendwas war, ein Einsatz oder so in der Nähe. Da wurde es direkt angehalten von 3 Polizisten mit Bewaffnung. Ey, klingt nicht gut. Ja, aber die haben ja nichts getan. Ja, so ist es. Die tun auch niemandem was. $5 bitte. $5? Kein Problem. Mach mir $10 draus. Ey, danke dir. Bitte? Ciao. Ciao. Ich dachte, das bitte von ihm war gerade eine Frage. Bitte? Hola, was geht? Ich habe vorhin schon angerufen. Können Sie mir so eine grobe Zeitrichtung geben, bis wann Sie beim Casa sind? Achso, ich war eigentlich schon da. Da war niemand. Oh, ich sitze auf einer Bank. Direkt davor. Oh ja, Bänke sind immer schwierig, wenn Sie aufstehen können. Sie. Alles klar, bin ich gleich wieder da. Vale, gracias. Setzt euch nicht auf eine Bank, Leute. Jetzt müssen wir wieder. Jetzt können wir nicht rasen, weil wir wissen, dass Walter Schweiß hier irgendwo sein Unwesen treibt. Das wird ja ganz, ganz stressig, wenn das so weitergeht. Ich meine, wenn die uns nochmal anhalten. Dann war es das mit dem Kontostand. Auf einer Bank, ach da. Oder? Ja, ich hätte sie jetzt zurückgerufen, aber dann war ich zwischendrin auch in der Polizeikontrolle, ne? Und dann, alles kein Problem, alles super. Pass jetzt nach Suchuma später einmal zur Bushaltestelle da in die Richtung. Alles klar. Wie geht's? Das sieht ganz gut, ich war nicht in der Polizeikontrolle. Ja, $150, ne? No, was haben Sie denn gemacht? Ich glaube, ich bin 10 mph zu schnell gefahren. Aber es ist schwierig so als Taxifahrer. Wie ist der Stress? Wir haben ja einen guten nach dem anderen, der wartet. Passiert sowas mal. Ja, also das ist schon klar, nicht nur auf Lamia, auch auf viele andere so, aber das ist ja auch okay, ist ja immer witzig. Solange der Führerschein nicht weg ist. Wo ist denn die Bushaltestelle hier? Das sieht ziemlich mittig. Von dieser, ja, keine Ahnung, dieser Abstraße, von dieser Seitenstraße. Hat sie jetzt runter, oder was? Sie die nächste runter. Sie können mich einfach hier vorne rauslassen. Was bekommen Sie denn? $5, bitte. Dankeschön, vielen Adios. Dank. Jo, ciao. Mal sehen, ob wir das mit Harrys Gutschein heute noch hinbekommen.
Der Grund für die Kündigung ist ja wohl ein Witz. Leck mich im Arsch. Nimm dir doch einen Anwalt. Wie wär's mit Max? Sexy Lemelu. Hi, wir brauchen ein Taxi vom Leuchtturm oben weg. Leck mich am Arsch. Ja, wie komme ich denn da am besten hin? Ich überlege gerade. Ich bin gerade über den Highway hochgefahren. Ja, aber ich bin gerade auf dem falschen Highway. Naja, ich krieg das hin. Ich bin in ein paar Minuten da. Ja, vielen Dank. Bis gleich, tschau. Ciao. Ich weiß gar nicht, wo das war. Charlie. Charlie. Und hey. Jetzt Leuchtturm und dann dürfen wir Harry nicht vergessen. Wow, wow, wow. Naja, sie hat mündlich gekündigt und Lamy hat dann geschrieben, sie soll schriftlich kündigen. Das wollte sie aber natürlich nicht tun, weil Sturkopf, ne? Und dann hat Lamy sie halt gekündigt. Und jetzt passt ihr der Grund nicht. Aber hey, es gibt ja Anwälte. Nicht wahr? Okay, das wird eine lange Reise jetzt. Ich hoffe, dass in der Zwischenzeit niemand anruft. Please. Kleines Tempomat. Nee, der ist richtig veraltet. Ja. Der ist richtig schön veraltet. Ey, aber ich auch, ne? Ich hab das vorhin schon gesagt, ich fühle mich richtig fertig.
könnte heute auch die ganze Zeit schlafen. Leuchtturm. War das hier? Nee. Aber hier, ne? Wie lange will ich im Leuchtturm waren? Ja, ich würde schon, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, weil der Grund ist ja trotzdem. Ach, ich weiß nicht, du kannst so leicht Leute kündigen. Der Grund ist ja trotzdem gerechtfertigt, so. Hört auf rum zu grinchen und steigt ein. Hi. Hallihallo, wie war das Date? Wir hatten kein Date. Warum nicht? Geschäftlich hier waren wir, oder? Also, kann man das so sagen? Mhm. Wir müssten einmal zum MD, bitte. Natürlich, natürlich. Hey. Kennen Sie zufälligerweise eine Single-Frau? Die auch auf der Suche ist? Ja. Hey. Okay, wir mussten leider einen Freund von uns ein Blind-Date absagen, ne? Jetzt ist er traurig. Oh. Sie. Aber gibt's nicht voll viele Single-Frauen so? Deswegen spreche ich dich ja auch an, weil irgendwo muss er eine Single-Frau kennen. Kennen Sie keine? Was ist mit gerne? Nee, kennen Sie keine? No, ich kenne keine. Aber das liegt daran, dass ich mehr männliche Freunde als weibliche Freunde habe. Verstehe. Frauen zicken mir manchmal zu viel, wissen Sie? Ja, gut, das ist bei Männern bestimmt nicht anders, ne? Zickt ihr auch viel? Nein. Also ich finde, ihr bockt manchmal rum. Ja, auch nicht besser, nicht wahr? Und jammert. Aber mit Jammern und Bocken komme ich besser zurecht als mit Zicken. Ja, verstehe. Sind ja diese Viper, die irgendwie sowas sagen und dann rennen die los und dann gucken die so über die Schulter, aber hinterher rennen. Ja, ja, aber man rennt nicht hinterher, weil man keinen Bock hat. Und dann ist sie noch stickiger. Ja, ja. Hey, das meine ich. So bin ich auch noch. Oder die Nein sagen und eigentlich innerlich der Dämon ausbricht. Sie. Allgemein Leute, wenn man versucht, mit denen zu reden und die gehen mitten im Gespräch weg oder so, ich hasse das. Oh. Oder diesen Move mit ihm, musst du selber wissen, ne? Oh, auch schlimm, ja. Dann renn einfach, dann renn. Dann überleben. Mach doch, was du willst. Ja, ja, ja. Hey, das sagen Kerle nicht, ja? Die sagen erst sowas wie, ich muss mal pissen. Die hauen sich auf die Fresse und dann ist auch wieder gut. Ja, sieh, das kann ich ja. Ich guck einfach zu. Ich muss kurz ans Telefon. Hey. Hallo? Ja, was geht, man? Ich wollte noch mal anrufen wegen meiner, wie mein Gewinn, so. Steckt dein Telefon gerade in einem Karton, oder? Sorry, ich sollte jetzt nicht scheiße rüberkommen. Was sind deine Hosen? Ja. Ja, die weiß ich nicht, ja. Ich hatte eigentlich einen Homes angemeldet von mir. Ja, die ist schlecht.
Finde mal die Losnummer raus. Ja, yeah, right. Okay, danke dir. Yo, peace, huh? Alter, hat er sein Webcam-Mikro angeschlossen, oder? Jesse, wie geht's? Wow. Oh, was ist denn jetzt, wow? Hab ich irgendwas verpasst? Ist irgendwas hübsch? Na, das Telefonat, also, die Leitung war schon ein bisschen broken. Achso, ich hab gedacht, du hast in den Rückspiegel geguckt, ja? Nee, was ist da? Welch? Achso. Wenn du wow sagst, also, ja, und ich sagst, du hast jetzt, in den Rückspiegel geguckt. Ja, ja. Oh, und ich glaube, wir müssen einfach irgendwelche random Frauen ansprechen. Dann ist es ein richtiges Blind Date. Das war halt nicht. Aber das halt mal auf dem schwarzen Brett. Kann man halt mit Lami jetzt in dem Fall auch nicht mehr reden. Das Ding ist also durch und fertig. No. Einfach no. Hast du direkt auch die Kündigung dabei? Hey. Oder wir slappen ihn halt einfach in die, keine Ahnung. Unicorn. Lolitas. Ach, gleich in die Unicorn. Sieh, guck mal, da musst du nicht die kaufen, die Katze in die Sack, da kannst du die Brüste gleich nebenher angucken. Wunderbar. Guck dir die aus, die am meisten gefällt. Nur nicht die mit den großen Brüsten, die spricht jeder an. Nimm die kleinen. Passt doch. Freut er sich bestimmt drüber. Ich glaube auch. Ich glaube, er wurde bestimmt in einer Ecke sitzen und nichts mehr reden können. Mit einer Jacke über seinen Soß. Also ich sag's Ihnen, die besten Leute trifft man einfach dann, wenn man es auch nicht erwartet, ne? Das ist wahr. Das war bei mir immer so. Ich muss kurz ans Telefon. Als der Hello. Hallöchen, ich bräuchte bitte ein Taxi. Ich stehe am Morningwood Boulevard beim Little Istanbul Wohnungen. Leck mich im Arsch. Alles klar, bis gleich. Okay, bis gleich, ja, danke. Ciao. Wenn du kurz wartest, dann bezahle ich auch. Nein, muss ich bezahlen. Ich bezahle. Wie viel bekommen Sie? 35. Ey, vielen lieben Dank, dankeschön. Ey, vielen Dank. Ich wünsche euch was. Schönen Abend noch. Ja, gleichfalls, ciao, ciao. Morningwood Boulevard. Wo ist das? Morningwood hoffentlich? Alter, wo ist Morningwood? Hm. Verstehe. Morningwood Boulevard. Wo ist der? In Morningwood. Warum ruft eigentlich wieder jeder Alice Taxi an? Das ist ja irgendwie viel mehr wieder geworden. Ist ja auch unterwegs, glaube ich. Ich hab Vorfahrt, danke, klar. Na scheiße, keine Ahnung. Ja, wie der ist nicht in Morningwood, der Morningwood Boulevard. Halt mich doch. Wo bin ich? Oh Gott, ist das eine Kacke. Check's nicht, wo bin ich denn? Ach, da. Morningwood Boulevard, der ist da hinten. Wo bin ich? Da. Da, okay. Das heißt, in die Richtung so. Ja, wo ist denn der Häuser? So, ah.
bitte. Oh fuck, man, keine Ahnung. Ey, wenn noch einer irgendwelche Straßennamen sagt, wirklich. Das ist der Morning Moto Boulevard, wo ich jetzt bin. Ja, leck mich, ich werde niemals finden. Boah. Vor allem, wo sind denn hier noch Wohnungen? Was weiß ich? Da steht jemand. Nee, ich glaub's nicht. Wir haben ihn gefunden mit random herumfahren. Ja, ja. Einen wunderschönen. Einmal zum Maryweather Hauptquartier, bitte. Alles klar. Wie geht's, wie steht's? Ja, danke, gut, und dir, Ihnen, wie auch immer. Ja, auch ganz gut eigentlich. Das ist gut. Super. Ist ein wilder Tag auf jeden Fall. Ja. Hauptquartier. Ich hoffe, wir schaffen das noch mit dem Tank, aber wird schon. Ich hoffe es. Ich ja, habe nur mehr 15 Minuten. Ich glaube, wenn man schneller fährt, dann verbraucht man weniger oder irgendwie so. Man kann es probieren. Ja. Ah, da ist doch nicht mehr. Ja, ich tank danach, das reicht. Machen einmal 5 Dollar bitte, ich muss kurz ins Telefon. Jo. Hallo. Hi, hast du die Mails geschaut? Wir haben von Shamrock eine E-Mail, ob wir Hauptsponsor bei diesem Dancing in the Night werden möchten oder als Firma vielleicht antreten möchten. Was kostet Hauptsponsor? Ich habe keine Ahnung, das steht da nicht mehr bei. Ich wollte es dir halt nur vorher sagen. Wenn du willst, frage ich danach. Ja, frag mal gerne nach. Ja. Ja. Ja, dann ja. Musst du dich aber mit an den Jurytisch setzen. Ach so, ja, dann nicht. Echt jetzt? Ja, du musst da wohl, also Hauptsponsor wäre dann wohl so ein Juryplatz. Um was geht's da, um Tanzen, oder? Ja. Ja, da kann ich mich doch aus. Das glaube ich dir aufs Wort. Das können wir nicht machen. Ja gut, frag mal, wie viel das kostet. Okay, kriegen wir hin. Geil. Super, bis dann und so. Tschüss. Bitte nicht. Das stimmt, der Gewinner steht schon fest, jetzt schon. Ja, ohne Scheiß, dass man kann da ja übel korrupt sein, so. Hä, das ist doch kacke.
Achso, ja gut, aber entscheiden ja noch andere mit. So einfach würde es ja nicht sein. Egal. Wir gucken, dass wir da reinkommen, natürlich. Und drauf an, wie viel Geld. Wir nehmen einfach Napiers Geld dafür. Schon okay. Nicht bremsen jetzt bitte. Leck mich. Ganz kurz zu Alice Taxi kommen vielleicht? Ja klar. Und dann kriegst du deinen Gutschein. Mein Gewinn. Dein Gewinn, ja. Ja, es gibt ein kleines Problem mit dem Gutschein. Ja? Den habe ich nämlich nicht mehr. Aber ihr habt ja meinen Namen und meine Telefonnummer aufgeschrieben. Nein, das haben wir alles, ja. Ja, super. Alles cool. Okay, dann komme ich mal eben zu Alice Taxi. Bis gleich. Bis gleich, ciao. Ohne Scheiß, ich will nicht jetzt irgendwie, wie nennt man das? Ich will nicht abgehoben klingen jetzt. An den 5% Gutschein. Das ist eine Frechheit, das würde ich nicht mehr annehmen. Stell mir vor, du gewinnst was, 5% Gutschein. Das ist so frech einfach. Finde ich richtig kacke. Das tut mir fast leid, ihm das zu geben. Fünf Prozent kriegst du als jeder Kunde, wenn du ein bisschen danach fragst. So. Oh, der Arme, wirklich. Dann halt lieber nichts. Fünf Prozent, nee, wirklich. Das verstehe ich aber auch, unsinnig. Der Arme, jetzt kriegt er 5% Gutschein. Wie erkläre ich dem das denn? Das sind so viele schöne Gewinne dabei und der kriegt so einen 5% Gutschein. Das geht nicht. Moin. Hey, grüß dich. Es tut mir fast leid, aber das ist wirklich ein richtiger Scheißgewinn eigentlich. Also sowas okay. Werden wir auch nicht mehr annehmen. Ich finde 5%, ich wusste nicht, dass wir das haben. Ich habe das nicht geplant. Ich finde aber 5% ist einfach frech. Okay. Das kriegt ja jeder normale Kunde, oder nicht? Ja, ich krieg sogar noch ein bisschen mehr, weil es ein Kooperationspartner von mir ist.
Ja, das ist, wusste ich gar nicht, dass da auch 5% Gutscheine drin sind. Ja, gut, Marc. Kannst du, oder kennst du jemanden, der das eventuell brauchen kann? Was denn? Ja, den Gutschein, nee, wie gesagt. Nee. Ich brauch den nicht. Und, Doch, ich komme da auch an 5% dran. So. Na gut, dann verschenke ich den vielleicht. Genau, genau. Wie geht's dir sonst so? Auch so, du mal, ich nicht klagen, ne? Ach schön. Aber du kennst das ja selber als Geschäftsmann, ne? Geschäfte können immer besser laufen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ansonsten, ja. Laden läuft, mir geht's soweit gut. Im Moment endlich mal, dass wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt wunderbar, ist. Wunderbar, wunderbar. Kein Stress im Moment, ja. Ja, geil. Also bei dir? Ans Telefon. Also, ja. Mach ich gleich. Nee, bei mir ist auch alles cool. Lian, meinst du? Ja, den Harald habe ich lange nicht mehr gesehen. Ja, gut, ich auch nicht, ne? Okay, ist der ausgereist oder was? Nee, aber der arbeitet nicht mehr hier und allgemein haben wir nicht viel Kontakt, keine Ahnung. Okay. Naja, das geht alles weg, endet einmal, genau, ja, richtig. Ja, das stimmt, das stimmt. Ist so. Da machst du leider nichts. Ja. Nee, gut, aber ich habe einen Auszubildenden gerade nur bei mir in der Firma, deswegen alles bin ich gerade auf dem Sprung. Und dann wünsche ich dir was. Wir sehen uns, wir hören uns. Ciao, ciao. Bis dann. Welches ist die richtige? Dann halt nicht. Was bräuchte denn eigentlich? Das so Pfandhaus oder so. Wäre ganz cool. Aber. Nö. Schön. Freut mich sehr. Hi. Also ich habe jetzt mit Shamrock gesprochen. Es handelt sich dann wohl um eine Zahlung von $6,000. Ja, nee, das ist mir zu viel. Okay, wie du möchtest, weil du hättest dann halt den Juryplatz und müsstest die anderen Tänzer bewerten. Wäre schon geil, aber $6,000 ist schon krass, oder? Ja, aber wäre halt auch gute Werbung, weil wir würden überall erwähnt werden. Artikel und sie würden uns mit aufs Flyer tun und sowas. Ja, ich weiß. Ja, okay, oder wir gucken, wenn wir das noch übrig haben. Ich hab's gestern bisschen nicht so auf die Reihe gekriegt mit den Überweisungen. Ja. Ich mache das dann heute. Ja, wie gesagt, da kommt ja eh noch eine Zahlung drauf, eine große. Aber die McGill-Rechnung kommt halt auch noch, ne? Mhm. Und deswegen muss man mal gucken. Kriegen wir schon hin. Bist du gerade am Stadtpark? Ja. Gut, dann komme ich gleich rüber. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Ciao. Boah. Hey Lami, wollte dich nur kurz warnen, wenn du jetzt gleich über die Brücke fahren solltest Richtung Mission Road PD. Zu spät. Ja. Hinter der Brücke stehen die Bullen und machen anscheinend Speedcam hier so, ne? Ach krass, ich bin da gerade drüber gerast, glaube ich, als ich bin schon am Stadtpark. Okay. Okay, aber gut zu lassen. Ja, super. Danke dir. Ich darf ja, ciao, ciao. Ja, hallo. Darf man hier nicht mehr telefonieren, oder was?
Hallöchen, hast du gerade die Leitstelle mal durchs Fenster geworfen und keinen Bock mehr gehabt? Dann bist du bei Alice Taxi am Start. Was geht? Nochmal bitte. Ich habe den Satz gar nicht verstanden. Ich habe gesagt, ob du das Leitstelle-Telefon durchs Fenster geworfen hast, weil du keinen Bock mehr auf deinen Job hast. Verstehe ich nicht. Wo kann ich dich hin? Egal. ich schick dir, wie soll ich das sagen, pass auf. Du weißt, wo der Las Lagunas Boulevard ist? Nee. Okay, du weißt, wo das Rockford Plaza ist? Ja. Yeah. Ja, aber an der Seite hin nach Vinewood. Du weißt bestimmt, wo dieser UFO-Laden ist, das weißt du bestimmt auch, ne? Ja, da oben kannst du mich abholen. Aber ich brauche ein Taxi für 3 Mann. Okay, bis gleich. Alles klar, bis gleich. Oh, der Arme, der hat sich so voll witzig gefühlt wahrscheinlich mit seinem Witz und dann Lahm jetzt kaputt gemacht. Der Arme. Ey, wie niemand zurückguckt, wirklich. Hier ist niemand. Hello. Hey. What up? Ich müsste einmal nach up to date. Geil. Was geht da ab? Nichts, mal gucken, oder? Ja, wird bestimmt teuer. Für mich nicht. Sehr gut. Ich kaufe da in dem Laden nichts. Wegen? Weil ich bei Prolips arbeite. Oh, okay. Ja. Scheiße, wenn ich jetzt sage, unterscheidet sich doch gar nicht so groß, dann bist du wahrscheinlich sauer, oder? Also, wenn du mal bei uns stöberst im Prolips, dann merkst du schon, dass sich da schon einiges unterscheidet. Ja, schon nice. Also, ich finde beides ganz okay. Boah, deswegen bin ich hier, ich lünker jetzt. Was für ein Ding? Ich sag, deswegen bin ich hier, ich lünker jetzt und gucke, ob das so ist, wie er sagt, oder ob sich's doch unterscheidet. Lünkern habe ich noch nie gehört, was ist das? War ja up to date jetzt. Ja, wer hat jetzt Kohle dabei? Ich hab nichts dabei. Dann halten wir an einem ATM. Ja, dann müssen wir zum ATM vorher. Ja. Ist er direkt hier oder nicht der ATM, oder? Nee, ist lang. Ach so. Ist ja doof an dem Laden. Das letzte musste ich auch bis irgendwo am anderen Ende der Welt laufen. Ach so, krass. Ja, ja. Ich bezahle schon, alles gut. Ja, können wir auch machen, alles gut. Kannst du das zahlen. Ach ja, na, Yin Yang. Okay. Ja, ja, richtig. Ich muss jedes Mal hier bis zu Yin Yang laufen. Yin Yang, Yin Yang. Warte, ich geh ihm rein, hol Geld. Okay. Nee, kenne ich nicht. Wo sagt man das? Oder was heißt das überhaupt? Und sonst so? Ja, schenk die mal Emma. Ja. Die will so ein Shit immer haben. Kannst du ihr geben. Ah, okay, mach ich. Geil. Kannst du ihr sagen, von Booker. Alles klar. Wie kriegst du? Gute Frage. 15. Ah, ja, vielleicht habe ich es doch schon mal gehört. Nee. Danke dir. Ich ist ein vernünftiges Taxi. Downtown Cap, der größte Müll, den es gibt.
Warum, was ist denn da los eigentlich? Fährst von Alta bis hoch zum Mountaineers und zahlt $66, die haben noch voll einen am Kopf. Ja, aber ich finde es geil, dass das endlich mal jemand merkt, weil damals, als wir die Preise umgestellt haben, das hatte gar niemand geblickt so, und dass die eigentlich voll teuer sind. Das die sind richtig teuer. Mega teuer. Ja. Da finde ich gut, dass das mittlerweile auffällt, dann nach einem Jahr auch. Na doch mal, ja. Ich glaube, die nehmen $8 die Meile. Hm, wir haben plus Zuschlag für eine zweite Person. Ja, na gut, den Zuschlag haben wir auch, ne, aber... Naja, ja, aber im Gesamten merkt man das schon krass. Ja, ja, das stimmt. Alright, dann danke ich dir, ne? Alles klar, Problem. Besten Dank, ne? Schönen Abend. Bis bald, ciao, ciao. Ciao, ciao. Anibani Alilu. Die setze ich erstmal hin, na klar. Bummel, ne? Ja, Bummeln ist doch jetzt was anderes als Lünkern, oder nicht? Oder wie das heißt. Ja, gut. Was macht sie denn? Ruf doch ran. Hallo. Ja, ihr wild heute irgendwie. Okay, so schlimm? Ja, eigentlich viele Fahrten, ja, aber ich bin auch alone. Okay, soll ich mir auch ein Taxi holen? Nö, musst du nicht. Also ist nicht stressig. Na gut. Ja, ich habe gerade die Umbuchungen gemacht von der Subvention. Mhm. Und jetzt muss ich... Ach, siehst du, das wollte ich jetzt gerade noch machen. Von die Hälfte von den Einnahmen. Wie war das? Wie geht's dir? Eigentlich ganz gut, und dir? Ja, okay, denke ich. Ich hoffe doch. Weißt du, was eine Damenuhr kostet? Ach, das ist unterschiedlich. Teuer wahrscheinlich, ne? Unterschiedlich, warum? Ja, hast du Gold oder so? Ach, ich will's gar nicht wissen. Mittlerweile bestimmt voll viel, oder? Nee, ich weiß es halt nicht. Ich muss im Pfandhaus einfach mal fragen. Ja gut, Pfandhaus hat nicht offen und die Juweliere auch nicht. Nix. Allgemeines Haushaltskonto zur Bezahlen aller weiteren Haushaltsrichtlinien und vorgegebenen Mittel. 50% der Einnahmen von den Subventionsgeldern, 50% der Einnahmen können für nicht subventionierte Leistungen genutzt werden. Also heißt es doch jetzt, ich kann die Hälfte davon auf das Haushaltskonto überweisen, oder? Ja, 50% gehen dann... Arafat, so heißt mein Papa. Okay. Nein, also du musst 50% an... Also... Nein, warte. Jetzt check ich auch nicht mehr. Ich hab doch keine Ahnung. 50% von dem Einnahmekonto kommen auf das normale Konto, oder nicht? Ja. Ja. Und der Rest? Ja, das ist jetzt halt... Ich würde die jetzt einfach mal drauf lassen.
Warte mal, wie wurde das denn sonst immer gemacht? Jetzt verstehe ich auch schon wieder gar nichts mehr. Hier Umbuchung, 50. Hat das so. Oh mein Gott, ist das kompliziert. Nein, 50% gehen an. An 40407662, welches Konto das auch immer ist. Und 50% an 602269. Also weißt du, wenn du auf dem Einnahmenkonto weiter hinter guckst, das sind ja zwei Umbuchungen. Hm? Aber erst zum... Ah, okay. Umbuchung für nicht subventionierte Leistungen. Gut. Dann überweise ich das mal kurz. Also 50 an Subventionskonto und 50 ans normale, oder? Ja, so habe ich das jetzt verstanden. Ich glaube auch. Okay. Zeit, um aufs Klo zu gehen. Und Schnupfen zu haben. Alter, was ist denn mit meiner Nase los? Bin gleich wieder da.
Guten Abend, Kinder. Muss mal kurz so eine Allergietablette nehmen, vielleicht hilft das ja, ne? Klar. Ganze Apotheke neben mir. Super. Danke, danke. Ah, ist das so ruhig heute. Aber 150 Dollar habe ich schon verloren von Walter Schweiß. Oh, scheiße, warum? Ach, zu schnell gefahren. Lami, es ist ein Wunder, dass du deinen Führerschein noch nicht los bist, ne? Eigentlich ja, ne? Aber... ja, es ist manchmal schwierig. Du weißt selber, wenn man dann 3 Anrufe hat und dann 50 fährt, das kommt dann so langsam vor. Mir kommt 50 immer zu langsam vor. Ja, das ist alles ein bisschen doof. So, jetzt muss ich gucken, ob der Automat wieder will. Ne, Automat hat keinen Bock. Echt? Krass. Ja, Telefon auch nicht. Super. Nice. Ich wundere mich schon, warum keine Anrufe mehr kommen. Ich glaube, ich gehe einfach mal pinkeln. Oder? Ja, ich glaube, ich gehe auch gleich. Stimmt. Oder nicht? Ich weiß. Irgendwie. Geht mein Handy. Telefon? Nee, mein Handy ist gerade auch sehr faszinierend. Ich kann es halt auch einfach gar nicht aus der Hand legen. Ja, okay. Genau, weißt du? Ja, ich... ja. Keine Ahnung, ich gehe einfach mal kurz so. Mach mal. Mach's nicht. Ich hab gerade im Discord gelesen, einloggen geht nicht. Jetzt die weg, weißt du? Geil. Ja, jetzt stehen wir hier wirklich, wir können gar nichts machen eigentlich jetzt. Können wir gar nichts machen. Schön. Jetzt geht gar nichts mehr bei mir. Alle dem Marsch. Ja, besser ist es. Ist eh nichts los. Komm auch nicht drauf. Ach, du verpasst nichts. Na, wobei, Fahrten hatten wir schon geil, ey. Dann werde ich mich jetzt auf jeden Fall nicht auslocken. Bloß nicht bewegen, so ist es. Na gut, macht jetzt auch keinen Unterschied, wir können eh nichts machen. Ne.
Azubi. Können wir noch laufen? Ah, ja. Super duper. Was jetzt? Gar nichts. Oh, gut, jetzt ist es wirklich kaputt gemacht auch. Ich denke, dass wir gerade kein Geld verdienen. Warten wir halt. Dann warten wir halt. Leute, erzählt mir einen Witz. Super.